Es ist eine schwere Niederlage für die britische Premierministerin Theresa May. Ihre Regierung darf einem Urteil des High Courts in London zufolge den Startschuss für die Verhandlungen zum EU-Austritt Großbritanniens nicht im Alleingang geben, sondern sie muss die Zustimmung des Parlaments einholen. Ich hoffe, dass die Regierung, wenn sie das Urteil liest und das komplette Urteil betrachtet, zu der weisen Entscheidung gelangt, nicht in Berufung zu gehen, sondern stattdessen eine angemessene Debatte in unserem souveränen Parlament auf den Weg bringt, in der Mutter aller Parlamente, für das wir auf der ganzen Welt bewundert werden. Ungeachtet dieses Appells kündigt die Regierung umgehend an, das Urteil vor dem obersten Gerichtshof anzufechten. Denn der Gerichtsentscheid könnte den Brexit-Zeitplan von Theresa May erheblich verzögern. Sie hatte den Beginn des Austrittsverfahrens nach Artikel 50 der EU-Verfassung für Ende März angekündigt. Im Juni hatten die Briten mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt.